Ja, hallo, ich darf euch recht herzlich begrüßen. Wir sind heute bei der Samsung Mobile Summit 2024 und ich bin hier mit Jan Michael. Wir hatten ja auch schon Kontakt bei der Digital X und ich wollte einfach mal kurz jetzt von ihm den Eindruck einfangen. Wie findest du es heute? Es macht wieder super Spaß, es ist super interessant, die Vorträge sind klasse. Ich sage immer, es ist so ein bisschen wie ein Klassentreffen. Ich glaube, heute wurde auch erwähnt, es ist so ein bisschen Tinder für Business. Ja, kann ich nur unterstreichen und ja, super Vorträge. Ich glaube, die meisten haben wir bisher schon vernommen. Einen haben wir gleich noch vor uns und super interessant zu sehen, wie auch das BSI, aber halt auch das LKA das ganze Thema sieht. Ja, das fand ich sehr, sehr spannend, dass auch solche Sicherheitsinstitutionen da sind und auch, ich sage jetzt mal so ein bisschen Insights geben und in den Maschinenraum. Von daher fand ich es auch extrem spannend, ja. Einfach zu sehen, was geht da in dem Bereich gerade ab und ich glaube, da hat Samsung auch ganz gut entschieden, diese Konferenz heute auch unter dem Sicherheitsaspekt anzusiedeln. Wie denkst du das darüber? Ja, mit Samsung Knox, Samsung propagiert das ja auch und deswegen macht es Sinn, auf Security zu gehen, das Ganze zu verschmelzen mit dem Thema KI, was auch immer mehr und mehr kommt. Ist es, glaube ich, eine gute Symbiose und ich glaube allein die Vorstellung, hey, meine ganze Serverfarm wurde verschlüsselt, bezahle ich jetzt irgendwelche Lösegelder oder was habe ich überhaupt für Möglichkeiten, gehe ich zur Polizei, traue ich mich überhaupt zur Polizei zu gehen, das sind alles so Punkte, die heute aufgegriffen worden sind und denke ich auch nochmal neue Impulse gegeben hat für Unternehmen, ob man denn dann mit der Polizei zusammenarbeiten sollte oder einfach nur bezahlen sollte. Mir ist jetzt gerade noch ein Key Factor im Kopf, weiß nicht, ob es 100% nicht stimmt, aber so von der Wahrnehmung so ungefähr, 30.000 Geräte infiziert in 2 Stunden. Ja, das ist natürlich schon Wahnsinn. Ne? Also das ist total irre. Und ich glaube, wir sind uns gar nicht bewusst, was da draußen alles so lauert. Deswegen fand ich die Einblicke jetzt extrem, extrem cool. Genau. Wichtig ist zu wissen, es gibt keine perfekte Lösung. Es gibt immer Möglichkeiten technischer Art, das zu nutzen. Auch die Verbrecher oder die Erpresser nutzen natürlich auch KI. Man kann KI zwar zum Schutz nutzen, aber KI wird natürlich auch von der anderen Seite genutzt. Und dementsprechend muss man halt seine Systeme versuchen, so optimal wie möglich zu sichern. Jan Michael, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und wir sehen uns. Ne? Tschüss.